Jeder Besucher, der in den Süden Spandaus nach Gato kommt, kann sich jetzt auf einer Informationstafel über das ehemalige Dorf informieren. Die Tafel steht in Zukunft auf dem Parkplatz der Badewiese. Mit Hilfe eines Projektes, wo auch die EU ein paar Pfennige dafür gegeben hat, das war ja alles nicht ganz so billig. Und dafür hat sich auch der Herr Fuhrmann eingesetzt, hat das begleitet. Jemand wird sich nicht mehr erinnern, weil du kennst das nicht mehr. Nee, nee. Aber die, die schon ein bisschen ein paar Tage älter sind, die können sich doch ganz gut erinnern. Das Einzige, was es heute noch gibt, ist dieses Pflaster, wenn ihr genau hinguckt. Das ist das Pflaster vom Parkplatz der kleinen Badewiese. Ach, ja. Ah, ja. Das, okay. Und hier, das ist die Einfahrt, immer noch die gleichen Steine. Ja, ja. Das ist das Einzige, was geblieben ist. Ja, also wir hatten die Idee, uns hier ein bisschen um die Historie unseres Dorfes zu kümmern, um einerseits das Interesse der Menschen für ihre eigene Vergangenheit zu wecken und zum anderen das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, ein bisschen was für den Tourismus hier in unserem wunderschönen Gato zu tun. Und aus diesem Grunde haben wir angefangen zu recherchieren, haben alte Mitbürger und Mitbürgerinnen befragt, die sich noch erinnern konnten, wie es mal war vor vielen, vielen Jahren. Die Frau Klucher zum Beispiel von der uralten Bauernfamilie Schleu, die ihre Wurzeln bis etliche hundert Jahre zurück in Gato haben, die hat aus ihrem Schatzkästchen uns eine ganze Menge zur Verfügung gestellt. Dann haben wir eine Gruppe um uns versammelt und haben zu, oder sagen wir, waren teilweise bis zu 20 Personen, haben wir es geschafft, für unser Projekt hier eine ganze Menge zu erreichen. Und der Bürgermeister hat uns ja gerade gesagt, wir können die Ergebnisse sogar auf der Website des Bezirksamtes veröffentlichen. Einmal zum Wohl. Sie hat zum Wohl auf das alte Gato, ja? Auf das alte Gato. Auf das es lange schön bleibt. Genau.